Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Avorion. Mit dabei ist wieder der liebe Vitis. Unsinn. Wir haben es geschafft, endlich mal wieder aufnehmen zu können. Tatsächlich. Und wir sind jetzt da, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, an diesen Brocken. Und Vitis, sollen wir den dann jetzt eben wegmachen, oder? Ja, können wir. Ich schieß mal. Ich auch. Boom. Ja, mal eben 35.000 einen mehr. Ja, wir wollten hier weiterhin ein bisschen in diesem Sektor bleiben. Erstmal hatten wir gedacht, oder? Erstmal noch ein bisschen gucken hier. Dass wir noch ein paar Ressourcen farmen. Und dann würde ich sagen, dass wir nachher mal einen Frachter fragen, wo sein Heimatsektor ist. Und dann gucken wir da mal einen Ausrüstungsdock wegen Airminer. Zumindest in diesem Sektor alles Titanmäßige erstmal finden. Das ist ganz wichtig. Vitis, ich habe ja heute was Lustiges auf der Arbeit gesehen, ne? Ein Arbeitskollege schält sich die Banane, legt sie sich da hin auf eine Serviette. Nimmt Honig, nimmt Löffel in Honig rein, streicht es so schön zart über die Banane und ich sag das, wieso? Ist das jetzt deine vegetarische Currywurst? Okay. Alle Arbeitskollegen in Pausenraum waren lachen. Alles schön Currywurst. Banane mit Honig. Hat er echt so ausgebreitet, so also die ganze Banane geschält, hat sich so richtig hingelegt und wie eine Currywurst garniert, weißt du? Warum? Weiß ich auch nicht. Das sah erst so komisch aus. Ich hatte so komisch geguckt und dann konnte ich den Kommentar nicht mehr lassen. Zwei Arbeitskollegen konnten, haben sich nicht mehr eingekriegt. Ja, da ist was drin. Wie, was, hast du was gefunden? 1000. Versteckten Asteroiden findet der Vitis ja immer. Ja, ich suche hier ja nur nach Titan. Der hätte ja auch drin sein können, ne? Ja, dann wäre er ja weiß umrandet. Deswegen, das ist auch immer die Farbe von Rohstoff, was du da siehst. Das ist aber annehmbare Zeit, die das. Naja, schöne Eisen haben wir ja im Moment genug. Das ist ja das Schöne. Nur ich finde hier auch keinen Titan mehr. Einen Titanbrocken hatte ich gefunden, ja, aber. Habe ich Platz für ein Upgrade? Tatsächlich nein. Er sagt nein. Das ist jetzt die Sache. Ich habe eben noch, vor Vitis da war, kamen noch ein paar Piraten. Gucken, ob ich irgendwelche neuen Geschütztürme habe. Eisenbergbaugeschützturm. Aber nichts in der Richtung Airminer. Titanabwrack. Schaden. So. Tausche ich die mal. So, jetzt habe ich ein bisschen höhere Feuerkraft. Das ist schon gut. Feuerkraft 141 Onekron. Okay, das geht. Vitis, hast du noch irgendwas Interessantes gefunden, was dich jetzt hier zeitmäßig aufhält? Dann würde ich nämlich mal den nächsten Frachter mal fragen, wo sein Heimatsektor ist. Das wäre ja dann eine längere Reise. Ah, Titan! Titan gefunden?
Versteckter Block oder was? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Macht mir so immerhin ein bisschen was. Ja, ja, ein bisschen was. Piraten, ja, die nehmen wir noch mit. Oh, ich komme sofort dazu. Ja, die sind ja direkt bei dir. Boah. 10 Kilometer von dir weg. Die schießen sogar auf dich. Und auf mich, die treffen. Treffen die auch? Vitus, ich rette dich! Jetzt fangen die langsam an zu treffen. Für Schweinepriester. Ja, aber Verstärkung ist schon da. Jetzt versteckt er sich hinter den Fels, ey. Umschlachten, Vitus. Was? Jetzt in die Vorschau. Nein. Einsein. Boom. Nächstes Schiff ist down. Gut, haben wir hier einen Handelsposten? Ja. Meinst du, sollen wir jetzt weiterziehen? So, Frachter. Wo ist dein Heimatsektor? Funkelt der Heimatsektor nicht auf? Hm? Ganz komisch. Ich habe nach dem Heimatsektor gefragt, aber der hat mir nichts gesagt. Wo ist dein Heimatsektor? Minus 273, 33. 336. Minus 276. 73, 36. Was sind die? 336? 73. 136. Das kann ich nicht sehen. Sag mir den Sektor 273? Minus 273, 336. Das ist bei mir ein schwarzer Sektor. Da müsste den da erst hinfliegen, um den zu sehen. Ich schreibe mir die Koordinaten erstmal eben auf. Ne. 277 hast du, ne? 333 oder 360? 273? Ja. Minus 273, 336. Ich weiß, wo das ist. Wir springen einfach mal dahin, indem wir einfach ganz nach rechts springen, so weit wie du kannst. Ja, ja, ich habe mir gerade den Sektor markiert. Einen Sektor markiert? Ja, auf der Map, in der Nähe. In der Nähe markiert, ja. Sektor, aber... Ja, ja, da noch 4 Sektoren drüber, ne?
Wenn du kannst springen, springen wir erstmal zu deinem markierten Sektor. Mein Sprungportal wurde die Koordinaten berechnet. Du drückst einfach auf der Map, ne? Rechtsklick Koordinaten in den Navcomputer eingeben. Berechnet haben. Schön ist, wir können jetzt schneller springen. Oh, oh, oh. Dieses mobile Ressourcen. Es könnte sein, dass er was hat. Wo ich jetzt drin bin. Mobile Equipment. Du müsstest jetzt bei mir sein, ne? Ich kann, glaube ich, nicht ganz so weit. Ja, du kannst nur genauso weit springen wie ich. Immer keine Upgrades drin. Ausrüstung handeln. Ah, schade. Hier ist leider nichts Interessantes drin, was wir jetzt unbedingt sagen müssen. Okay, das brauche ich jetzt unbedingt. Oh. Also ich konnte jetzt zweimal schnell springen, jetzt dauert es 317 Sekunden. 317 Sekunden, dann hast du keinen Strom mehr. Ich habe den zweiten Jump verbraucht. Du müsstest bei mir sein, oder? Und wie lange dauert der wie viel? 200 noch was? 290. Der baut einen Generator an. Nicht auf mich schießen. Stopp, 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 Maschinen, stopp. Du musst einen Generator anbauen. Ich springe schon mal ein bisschen weiter. Der hat nichts Interessantes dabei. Zumindest im Moment nicht interessant, weil wir uns das halt nicht leisten können, ne? Ja, mein Energiespeicher ist auch nicht so. Okay, Vitus, ich habe interessante Tore, glaube ich, gerade gefunden, wo ich jetzt hingesprungen bin. Du siehst ja auf der Map, wo ich bin. Könntest du dann gleich versuchen, da hinzukommen? Dann nutzen wir gleich mal ein paar Tore. Dann treffen wir uns in den Sektor, wenn du soweit bist. Ja, ja, ja. Kleine Momentchen nur. Ja, musst du erstmal einen Generator anbauen und warten, ne? Ach, baust du gerade dein ganzes Schiff wieder komplett um, oder? Nee, ich baue nur die Front glatt. Muss ich ja nicht, ne? Ne, solange erkunde ich gerade hier die Asteroidenfelder, ob ich hier irgendwie verkaufbare Asteroiden habe oder was lohnt es zu farmen. Aber irgendwie ist hier nix. Nicht mehr ein Versteck. Ich muss jetzt mal Korte. Korte was? Erst mal sagen, dass wir weiter Asteroiden abbauen. Korte, wir haben eine Aufgabe für dich.
Solange du noch nicht im Sektor bist, baue ich erstmal jeden Asteroiden ab, den ich sehe. Das könnte, das, dieses Game könnte für mich auch ein reiner Bausimulator sein. Es ist ein Bausimulator. Ja, aber es könnte für mich ein reiner Bau. Ja, dafür gibt es den Kreativmodus. Tagelang beschäftigt. Ja, der Vorteil ist, wenn wir jetzt halt immer zusammenfliegen und wir stoßen dann aus Versehen auf einen Boss oder so, dann haben wir zumindest schon mal gute Chancen, den zu kriegen. Ja. Ja, du wirst dich dann ausrüsten, also bist du fertig, wa? So, dann guck ich mal. Ah, wenn ich jetzt die letzten Türme anbringe. Ich guck mal, welches Tor das richtige ist, ne? Also da wo ich jetzt bin, kannst du. Musst du auf jeden Fall hinfliegen, wo diese drei Tore weggehen. Ich guck mal hin, welches das richtige Tor ist, deswegen ich habe zwei Tore direkt nebeneinander. Und da es in diesem Spiel kein unten oder oben gibt, ne, ist es ja noch schwieriger zu sagen, welches Tor du nehmen sollst. Ne? Okay, das Tor zum Beispiel ist ziemlich weitreichend gewesen. So. Dran, passt. Flieg mal wieder zurück, oder? Letzte. Oder ist hier ein verkaufbarer Asteroid drin? Nö, hier ist nichts drin.
Okay, der Sektor ist schon mal. Fliege ich zurück. Was? Wo zieht das denn hin? Was? Oh, was ist das denn? Was? Nee, das ist nicht so wie gewollt. Funktioniert was nicht? Naja, ich habe mir so eine Plattform angebaut. Ja. Jetzt alle in die falsche. Wie soll denn da sein Heimatsektor sein? Da kommt man doch gar nicht hin. Zumindest von hier aus. Ganz komisch hier. So, verkaufen wir mal immer tausende Schritten. Den Ruf erstmal ein bisschen wieder verbessert. Ist ganz komisch hier. Was hast du? Kurz gesprungen. Ja. Den baue ich nur eben ab, den Titanenbrocken, und dann fliege ich durchs Tor erstmal zurück. Nächster Jump. Spring mal direkt weiter zu der Markierung, wo du hin willst, die du gesetzt hast. Ich komme da auch gleich an. Titanenbrocken, den ich hatte, nur abgebaut. Das müsste das gewesen sein, oder? Südwest. Ja, müsste das Tor sein. Ist schon da, wa? Geht's nach oben irgendwie? In den schwarzen Sektor rein. Ganz komisch, vielleicht ist da auch nur irgendwo ein Tor, was wir finden müssen, was da reinführt. Sind die irgendwelche Signaturen? Nee. Aber nichts. Sind auch keine Signaturen oder so. Das ist noch viel komischer. Wir fliegen da zurück, wo die drei Tore sind, das Biotop, und dann fragen wir da einen anderen Frachter. Warte, ich springe erst noch vorhin.
Meinst du die Mission oder was? Oder das Leuchten des Dingen. Wenn ich tot bin, weiß ich, was es war. Leuchtenden Dingen. Ups. Abkürzung. Okay, dann ja. Was? Ja. Guck mal kurz, wo du bist, guck, wo ich bin. Ja, das ist schon eine Verbesserung, würde ich mal glatt sagen. Ich glaube, wir suchen da mal weiter. Raumzeit gefunden. Eine Fresse. Komm dir mal schön hinterher. Wurmlöcher sind interessant, du landest immer woanders. Und dann nehmen wir das Richtung. Kann ich ja nicht auf der Raumkarte erkennen, in welche Richtung was. Südost. Das, was hier nah dran ist, da wollte ich gerade auch. Dann erkenne ich, welches ich am besten nehmen sollte. Du kannst auf der Map gucken, die Map ist aufgebaut. Oben ist Norden. Rechts ist Osten. Unten ist halt Süden, ne? Links ist Westen. Ja. Dann sollten wir doch eigentlich Nord-Nordwest hüpfen. Wieso? Wir sollten Richtung Mitte. Immer Richtung Mitte orientieren. Was für einen Laden suchen wir? Ein Ausrüstungsdock. Handelsposten gibt es hier? Ja, es ist halb so wild. Mit den Handelsposten sind wir sogar ausgezeichnet. Deswegen hier mal gucken, ob ein Asteroiden hier ist, den wir verkaufen können, und sonst hüpfen wir gleich mal direkt weiter. Oder wenn wir einen Frachter sehen, mal fragen, wo sein Heimatsektor ist. Wenn hier ein Frachter ist, da vorne ist einer. Probieren wir was aus.72 92. Ich frage ihn nochmal. 277, 292. Vitis, siehst du die Markierung, die ich habe? Bist du schon weitergeflogen? 277, 292, ja, da bin ich schon fast. Ja, ich sehe es. Bis durchs östliche Osttor. Tor, ne? Osttor, Teil. Das ist das Südtor. Südwesttor. Nordwesttor. Hä? Das östliche. Das sind vier Stück, yo. Das Osttor. Südwest. Nordwest. Ost. Oh. Das O.
Hey, 2800 Geschwindigkeit. Das ist schnell. So schnell, dass das Game anfängt zu spielen. Aber wir sind auch schon fertig mit der Folge. Ob wir das richtige Ausrüstungsdock finden oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Avurion. Wenn ich...